ganz aktuell erleben wir jetzt im Augenblick eine Natur-Umwelt-Katastrophe gigantischen Ausmaßes. Und ist das etwas, was in irgendeiner Weise auch damit zusammenhängt, wie wir mit Wirtschaft, wie wir mit aufgrund unserer Wirtschaft dann auch mit Natur und Umwelt umgehen? Also es ist für mich erst einmal sehr erschreckend zu erkennen, wie momentan unsere Medien umgehen mit dieser größten Naturkatastrophe, wie wir es nennen. Es ist keine Naturkatastrophe, es ist eine von Menschen eingeleitete Katastrophe, wie wir diese Veröffentlichung hier darstellen. Es ist für mich katastrophal, was ich hier gerade sehe. Wenn ich sehe, dass wir bei 9/11 ein Zinnober gemacht haben, wo wir wochenlang täglich dieselben Bilder gesehen haben, ohne neuen Informationsgehalt, sondern nur zum Einzementieren der Dogmen. Und wenn ich jetzt sehe, dass wir tagtäglich zigtausende oder Millionen von Litern auslaufende Ölmengen, die mit Chemie gemischt werden, dort in den Atlantik fließen lassen haben. Der Golf von Mexiko gehört zum Atlantik. Da sind wir übrigens dran. Dann bin ich mehr als erschrocken darüber. Aber wir sehen natürlich, wozu unser System nach den fehlenden Prozenten der Zinsen fähig ist, weil die Leute offenbar bereit sind, in ihrer Tretmühle selbst ihr eigenes Leben irgendwann zu opfern und überhaupt nicht mehr in Frage stellen, im Interesse der unendlichen Gier, die durch dieses System des verzinsten Geldsystems eingeleitet wurde. Und das macht mir schon Sorge, ja. Wenn wir jetzt auf die Katastrophe selber den Blick werfen, wie immer man sie bezeichnen mag, dann müsste man vielleicht einfach mal ein paar Sätze dazu sagen, um welche auch geologischen Strukturen es sich da handelt und was das Besondere an diesem Umfeld ist. Das ist ja nicht irgendwie eine kleine Ölblase, die irgendwo gefunden wurde, sondern es geht um ganz andere Dimensionen und es geht ja auch nicht nur um Öl. Ja, ich habe ja in meinem Umfeld oder über unsere Wissensmanufaktur sehr viele Möglichkeiten, mit Kontakte zu pflegen, mit Menschen, die im Bohrrecht und so weiter sich auskennen, vor allem in Bohrsystemen, in der Technik, auch eben halt der Förderung von Rohstoffen, weil es ja jahrelang auch mein täglich Brot war in meinem Beruf. Die geostatische Situation ist im Golf von Mexiko äußerst sensibel. Wir haben eine große Wasserfläche, wir haben eine riesen Ölfläche darunter und dazwischen, ich sag mal, wie ein Blatt Papier, wenige Kilometer dick, den Meeresboden eingezogen. Und dort haben wir in gigantischer Tiefe ein Loch durchgebohrt. Wir wissen, dass wir auf dem Meeresgrunde quasi gefrorene Methangase haben, die sehr klein und sehr komprimiert sind. Und wir wissen, dass wir unter dem Meeresboden extrem heißes Öl haben. Was mit 400 Grad, es sagt keiner, ob es Celsius oder Fahrenheit ist, selbst bei Celsius sind 200 Grad, ist es auf jeden Fall zu warm für Eis. So, und wenn jetzt durch diese Bohrung tatsächlich etwas fehlaustritt und dann plötzlich das Methangas sich erwärmt und dann die ursprüngliche Dimension annimmt, und wir haben das mal kalkuliert, ein Mensch von 1,80 Meter würde auf Eiffelturmgröße anschwellen, um sich überhaupt mal diese Vorstellung zu machen, dann handelt es sich da schon um eine explosionsartige Entwicklung. Und es gibt Aussagen, wobei man immer sagen muss, man weiß ja nie, was wirklich war, weil niemand war da und es gibt ja auch Zensur und niemand darf dorthin. Das ist ja an sich schon abenteuerlich. Es gibt auf jeden Fall Berichte, dass man sagt, dass bevor die Bohrinsel in die Tiefe gerissen wurde, große Blasen aus dem Meeresgrunde aufstiegen. Und das könnte natürlich auf eine solche Methanentwicklung hinweisen. Zumal wir ja aus den ganzen Bermuda-Dreieck-Argumentationen immer wieder mit dem Thema Methan, wenn man es wissenschaftlich angeht, konfrontiert werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Offensichtlich ist dieses Thema nicht in den Griff zu bekommen. Wir sprechen in Insiderkreisen davon, wie gesagt, wie weit das jetzt stimmt, weiß man nicht. Aber in hochrangigen Universitäten, wo ich Informationen bekomme, spricht man von Rissen am Meeresboden, wo über Kilometern Fläche eventuell Öl austreten könnte. Wie gesagt, es ist nicht von mir nachvollzogen worden, weil ich war nie da, darf ja auch nicht hin. Aber es sieht auf jeden Fall schon katastrophal aus. Ich möchte daran erinnern, dass wir vor 80 Millionen Jahren, zumindest nach den modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen, mal einen Meteoriteneinschlag in dem Gebiet hatten. Und dort sind tatsächlich dann, hieß es, ungefähr 80% der organischen Lebewesen auf dieser Erde eliminiert worden. Denn das Ganze ist ähnlich, man muss sich das vorstellen, als ob ich
Sahne in einen Kaffee hereinschütte. Es ist ja noch gar nicht so schwarz, wenn ich die Bilder sehe von oben, weil es sind nur Schlieren drin. Aber wenn Sie Sahne in den Kaffee reinschütten, haben Sie auch nur Schlieren. Sie dürfen nur nicht umrühren. Wenn jetzt aber die großen Stürme kämen, könnte sich das Meer kohlrabenschwarz entwickeln. Und ich glaube, dann wird den Leuten erst das Ausmaß bewusst. Es ist quasi eine Form von Explosion. So stelle ich mir das zumindest vor und so wird das mir beschrieben von einschlägigen Wissenschaftlern, die zwei Faktoren haben. Auf der einen Seite brechen sie nach oben aus und lassen natürlich, nachdem sie die Zugangsrohre und die Schnorchel alle weggefegt haben, im Prinzip das Öl freien Lauf. Auf der anderen Seite fressen sie sich aber auch nach unten in den Meeresboden rein. Die Gefahr besteht, wenn aus mehreren Ecken das Öl herauskommt, dass tatsächlich der Meeresboden irgendwann wegbricht. Viele Methanvorräte sogar mit runterreißt, die dann nochmal zur Explosion kommen. Also es sind schon apokalyptische Ausmaße von dem, was diskutiert wird. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, niemand weiß tatsächlich, was dort läuft. Ich kenne auch nur Informationen von Wissenschaftlern aus zweiter Hand, aber die machen mir schon mehr als Sorge. Und wenn ich das Ganze jetzt abgleiche mit der momentanen Medienlandschaft, dann erscheint es mir schon wirklich so, dass da verdammt viel dran ist, denn man hält uns ja definitiv im Dunkeln. Also der Umstand, dass im Augenblick wirklich ernsthafterweise in der Wirtschaftspresse über den künftigen Verlauf der BP-Aktie diskutiert wird, hat schon was Skurriles. Ja, es ist ja erstmal kein Problem von BP, sondern es sind letztendlich alle diese Konzerne. Und um es auch ganz deutlich zu machen, es ist auch unser aller Problem. Wir fahren alle die Autos, wir spielen alle die Nummer mit und wir wollen alle günstig tanken. Das darf man nicht vergessen. Wir haben hier ein Systemproblem. Das hängt natürlich auch mit der ganzen Wirtschaft zusammen, dass wir durch die Kapitalkonzentration Fabriken haben, wo die Leute mobil sein müssen. Umso wichtiger, ein System zu integrieren, neu zu installieren, in dem der Mittelstand wieder in Gang kommt, wo quasi jeder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. So einfach ist das Ganze. Aber wir haben genau hier unsere Ursache, dass die Verantwortung natürlich bei uns allen liegt. Was mich stört dabei ist, dass wir nicht informiert werden, was tatsächlich vor Ort stattfindet und die ökologischen Zusammenhänge und katastrophalen Prognosen werden überhaupt nicht diskutiert. Wir hören was von Schadensersatzforderungen von BP, ob BP abstürzt oder nicht, das interessiert doch keinen wirklich. Es ist doch auch völlig unwichtig. Wenn ich sehe, dass wir von Louisiana, von Florida Bilder sehen, da wo ein Herr Obama dann da irgendwelche Krümel aufhebt, was ist eigentlich auf der mexikanischen Seite? Ich höre von Kuba gar nichts, das liegt doch auch dort alles in der Nähe. Was ist da schon angekommen? Es gibt doch hier einen definitiven Pressestopp, übelster Form, der uns komplett dumm hält. Und ich gebe auch offen zu, dass ich ein bisschen wütend bin diesbezüglich, ja.